Moin Mario hier. Willkommen wieder mal beim Bau der Tram. Und zwar soll das dann der selbsternannte Bauabschnitt 3 werden. Ich habe zum letzten Mal noch etwas weitergemacht. Ich habe die zweite Seite auch fertig beplankt. Dann habe ich das Ganze geschliffen und gespachtelt und wieder geschliffen und habe dann so eine Schnellschleifgrundierung drauf gemacht. Und ich hoffe, dass das jetzt so reicht, um das Ganze nachher, wenn das Ganze nachher bemalt wird. So, jetzt kommen wir zum nächsten Bauabschnitt. Da sollen dann, laut Abbildung 5, sollen dann diese Seitenwände von innen eingesteckt werden. Die habe ich vorher gebeizt, was ich im letzten Video schon angekündigt habe. Und die andere Seite nicht, weil ja hier nachher, wie man hier auch sehen kann, die Fensterrahmen und so, die sind nachher alle weiß. Also werden die quasi jetzt hier sozusagen so reingesteckt. So, das passt auch. Die sind nach oben hin bündig. Aber wie man hier sieht, ist das Ganze hier noch ein bisschen dellig und wackelig. Aber das, denke ich, wird mit den nächsten Teilen, die hier noch raufkommen, rankommen und so weiter und so fort, wird das Ganze stabiler werden und auch gerade. Hoffe ich jedenfalls. So, das wäre sozusagen dann bis Foto 5 dann erledigt. Im sechsten Bild sollen dann hier drinne solche kleinen Schilder angeklebt werden. Das sind diese beiden hier. Die werde ich jetzt erstmal ausschneiden. Das ist ja hier nur aus Papier. Ich habe damals gedacht, beim ersten Mal, dass es Aufkleber, dass man sozusagen die hier nur rauszieht. Aber das ist kleines Papier. Die werde ich dann vorsichtig ausschneiden und dann hier innen drinne ankleben. Die Schilder sind angebaut. Nun mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Beim weiteren Lesen der Anleitung habe ich dann mitbekommen, hier in diesen an diesen Streben sollen dann diese Leisten hier noch angeklebt werden. Das heißt für mich, dass ich dann diese Innenseiten, die ich gerade reingesteckt habe, wieder rausnehmen werde und werde sie erstmal verkleben. Und wenn das dann fest ist, werden die Leisten angeklebt. Die müssen natürlich auch noch gebeizt werden, weil die ja nachher nach innen durchgucken. Wie gesagt, wenn das nachher dran ist und das fest ist, dann werden die Fensterrahmen alle weiß angemalt und dann wird die Glasscheibe in Form hier dieser Plexiglasscheiben wird dann hier von innen reingesteckt.
So, die Seitenwände sind denn jetzt eingeklebt, die inneren Seitenwände. Ich habe dann hier noch zum Gerade halten, zum Stabilisieren Holzleisten rüber gemacht gehabt. Wie gut, dass man öfter mal im Baumarkt geht, dass man sich dann so einen kleinen Vorrat an Klemmen angeschafft hat. So, jetzt sieht das schon mal nicht schlecht aus, sieht schon relativ gut gerade aus. Wie gesagt, jetzt sollen ja die Plexiglasscheiben rein und hier diese Dachbalken hier oben eingezogen werden. Aber ich muss natürlich jetzt erstmal noch diese Fensterstreben noch zusätzlich welche einziehen. Und dann muss das Ganze weiß gemalt werden und dann das Plexiglas rein, weil das wollen wir ja nicht voll schmieren. So, nochmal genau nachgeschaut, das sind nicht diese Leisten, die hier rankommen, sondern diese Leiste ist das hier, 2x3 mm. Die muss ich dann jetzt hier schön auf Länge abschneiden und dann werden sie hier eingeklebt. So, nachdem die Streben hier eingeklebt sind und auch auf Höhe geschliffen worden sind, auf der anderen Seite habe ich die gerade angeklebt, kann das dann mit dem Bemalen losgehen. Das heißt, hier drinne der innere Rahmen und die Strebe hier, die werden jetzt alle weiß gemalt. Das war jetzt ein Fenster und ich denke, das wird auf jeden Fall noch einen zweiten Anstrich bekommen müssen. Und dann folgen ja noch ein paar mehr, aber das soll es dann erstmal gewesen sein. Das war dann quasi meine selbsternannte Bauphase 3. Also wir haben hier die Seiteninnenteile gebeizt und eingeklebt. Wir haben hier über die Türen Beschriftungen angebracht. Wir haben hier Längsstreben eingeklebt in den Fenstern und angefangen, die Fenster zu bemalen. Die anderen Fenster bemale ich dann jetzt weiter und das soll es dann erstmal fürs Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich wieder weitermache mit der Tram, und da wird ja noch einiges kommen. Mit dem Blau weiß ich noch nicht genau, was da angegeben ist, aber ich habe hier noch aus meinem Fundus eine Packung
Lufthansa Blau. Mal gucken, wie das aussieht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vom Kontrast her gut aussieht. Und ich denke, ich werde wohl dieses Lufthansa Blau nehmen. Also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kiek mal wieder in.